mal ganz schnell in die nächste Bude rein. Wir laufen außen rum, würde ich sagen. Und sagen, fällst du auch mal um? Geh mal runter, du weißt doch gar nicht, wo die Schüsse wegkamen, mein Freund. Was schreist du so rum, ey? Ich habe mit dir noch gar nicht angefangen zu spielen, Mann. So, mach mal wieder voll. Einmal rein, einmal hin. Gehst du wieder runter? Doch langsam Zeit. So, mal direkt wieder rein. Nimm alles mit. Okay. Wirf vom Auto Sprengladungen, um Verfolger zu vernichten. Sprengstoff beim Fahren fallen lassen. Sprengstoff beim Fahren werfen. Zum Zielen G drücken, halten, dann um werfen loszulassen. Beim Fahren. Okay. Ich glaube nicht, dass unsere Karre Kugel. Die haben ja voll platt gefahren jetzt. Der Kugel sicher. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Kommen wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice, wir... Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Alter, okay. So, ja. Jetzt versuche ich gerade, die Karre etwas besser unter Kontrolle zu haben. Oh! Haben wir die Ausfahrt verpasst. Auf jeden Fall, den Job haben wir jetzt mal gut gemeistert da unten. Haben wir sehr gut geschlagen. Wir kennen es dann mittlerweile ein bisschen mit Ego-Shootern aus. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Aber wenn man es hat, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Dann kriegt man auch das gebacken. Tut mir leid, Oma. Ich wollte dich jetzt nicht anfahren oder so. Oh, dieses Auto ist ja mal auch der Wahnsinn. So, wer ist sogar, wer ist unsere Garage hier? Der Kerl hat mich fast umgefahren. Nein, nein, nein. Au. Verdammt, du verkratzt ja den Lack. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Oh. Ich hab dann die Taste fürs Rückwärtsfahren nie verlost. Ach Mensch, falsche Taste gedrückt, so einschied. Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt?
Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Ja, ne, wir sollen also jetzt zu diesem Yachtclub fahren und tun, was auch immer Sal von uns will. Ja, ich habe jetzt meine Medipacks nicht mehr, meine Cocktails sind auch weg. Das ist doch scheiße, dass wir hier von null anfangen. Ich guck mal, ob mein Auto das vorhin heil überstanden hat. Okay, schon wieder repariert. Schön. Das ist ein richtig geiles Moped, muss ich sagen. Ja, aber ich kann jetzt, ich werde jetzt da jetzt nicht hinfahren. Also sind wir ein bisschen unterwegs, ist nicht gerade um die Ecke. Und ja, also ich finde es einfach geil. Das Spiel macht richtig mega Laune. Sieht fast aus wie ein Trans Am, so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So, Freunde, ich will mich erstmal verabschieden von euch. Ja? Ich versuche das gleich erstmal zu rendern und Thumbnail, Videobeschreibung und so weiter zurechtzulegen. Jawohl. So, ja. Ich würde sagen, erstmal soweit, ja. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war jetzt erstmal so eine Stunde irgendwas. Stunde anderthalb, meine ich, ja. Ihr wisst ja, ich setze mal Maßstäbe. Also wenn ich aufnehme, dann soll sich das lohnen und dann nicht eine halbe Stunde und dann spiele ich wieder was anderes. Das ist Quatsch. Wenn dann einem durch, dann hast du das Spiel auch irgendwann, hast die Story drin und dann bist du auch schnell durch damit. So, in dem Sinne, lange ohne Rende schwätzen. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ey, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dabei, ja, bis zum nächsten Mal. Oder ich setze dann halt beim Cut hier dran, ne? Je nachdem, wie lang die Folgen werden. Ne? Also, ich würde sagen, wie gehabt, euer Virus. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken, Leute. Ihr seid einfach die Besten. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Jawohl, Freunde. Willkommen zurück hier auf Mafia 3. Ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt zum Yachtclub mit. Wenn wir uns zu weit entfernen, ne? Ja, dann ist die Mission gescheitert. Ja, schönes Auto. So, steigen wir mal ein. Fahrmodus. Ein realistischeres Fahrerlebnis. Können erfahrene Spieler den Fahrmodus Simulation wählen? Wechsle den Fahrmodus in den Spieleinstellungen unter Option. Ne, wir lassen das so. Oh. Mann, Mann, Mann. Was der vorher vor dem Krieg schon eine Karre gehabt hat, hier so eine.
Ja, irgendwann will ich dann auch mal fahren. Hör mal, heftig, ey. So. Bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, zum Yachtclub zu kommen. So eine gefühlte. Wow, war ganz knapp an der Bande vorbei. Ich quietsche den Reifen, Alter. Oh, wir sind zu weit gefahren. Hier oben ist zwar noch eine Straße, wenn ich die lang fahre, sagt er mir, ich sollte wieder zurückfahren. Ja, ist ein bisschen doof gemacht, aber hier sind wir definitiv richtig. Ich habe ja die ersten 2 Stunden schon gespielt, da war ich beim Yachtclub. Kurzes Stück danach und dann habe ich dann irgendwann, da waren dann die 2 Stunden Aufnahme zu Ende. Schön freie Bar mit Marzipan. Oh. Hört sich an, als wenn eine Scheibe kaputt gegangen wäre. Das ist auch eine schicke Karre. Oh. Wir fahren so einen ollen schwarzen Cadillac. Jo, jetzt ist er unter die Reifen gekommen. Er hat sich unbedingt auf die Straße schmeißen müssen. Oh, Yachtclub. Warte mal, ich muss hier rein. Wir sind also so fast da. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Park da drüben an der Seite. Wenn du nicht artig bleibst und netter zu mir bist, verlierst du deinen Job. Dafür sorgen. Okay, das war alles. Ja, wir können das Gespräch noch ein bisschen mit aufnehmen. Hohoho! Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy war mir eine Freude, wie immer, Sir.
Noch zwei Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir, sag, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen, sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das, das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt noch mal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Ja, also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sam ist ein Spitzenmann, aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist, sondern... Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt.